Ja, wir sind in Berlin und wie man sieht, sind hier noch viele Bauern, Bäuerinnen, Landwirte da. Manche fahren auch durch die Stadt momentan noch mit ihren Maschinen. Und ja, vor mir steht... Ja, hallo, ich bin Richard Kreuz. Wir sind noch kommen aus dem Hohen Fliening. Wir sind seit Sonntag hier in Berlin. Haben auch die ganze letzte Woche schon viele Aktionen bei uns in der Region gemacht. Und ja, wie man gestern war, schon sind nach heute gewesen. Wir waren auch sehr viele Leute hier, aber trotzdem denke ich mal, dass es weitergehen muss. Ja, wir müssen dranbleiben. Dass halt auch der Agrardiesel doch nochmal zurückgenommen wird oder die Vorhaben. Aber bis jetzt ist ja nicht nur Sterben auf Zeit, wenn wir in 3 Jahren unsere Zeit geben wollen. Und es ist halt, wie gesagt, auch nur der Tropfen auf den heißen Stein, der fast überlaufen gebracht hat, ja. Das ist ja vieles, wir was... Wir bleiben dran und wir geben unser Bestes. Vieles, wo beispielsweise, das ist der Nächste an hier. Ja, vieles, was im Argen liegt. Aber schön ist, ganz viele Menschen haben sich euch angeschlossen. Ihr habt quasi ja, den Startschuss gegeben. Und ihr seht, das hört nicht auf. Das geht weiter. Ganz großen Dank auch an die Bevölkerung hier in Berlin. Das ist Wahnsinn, was wir für einen Zuspruch erhalten, auch bei den anderen Kundgebungen bei uns in der Region. Wir werden mit Essen versorgt, mit heißen Getränken, was vor allen Dingen auch jetzt bei diesem Wetter sehr, sehr wichtig ist. Und wirklich nochmal Wahnsinn, was hier wir für einen Zuspruch erhalten von den Leuten. Ja, Dankbarkeit ist auch da. Ich habe es eben gesehen, auch am Straßenrand stehen jetzt Menschen mit Daumen hoch und klatschen. Das freut die Landwirte, die auf den Maschinen sitzen. Die Veranstaltung gestern, wie war so das Feedback? Wer war der beste Redner deiner Meinung nach? Gestern, wir sind echt nicht bis ganz angekommen. Also wir haben die Rede schlecht verstanden. Die muss ich mir heute nochmal im Livestream angucken. Kannst du bei mir angucken, gleich hebe ich ein Gärtchen an. Anthony, wir auch mit dem Livestream. Aber ja, beide waren, wenn an Menschen da waren. Und ganz wichtig halt auch, war es immer alles friedlich. Ja. Und das ist auch wichtig so, und das wird auch hier keine rechte Ecke irgendwo schieben lassen. Genau. Und auch nochmal die Polizei, ja, also über die ganzen Wochen immer schon top Zusammenarbeit, also auch nochmal dahin und Dankeschön. Ja, die sind auch noch hier im Großeinsatz. Viele fahren momentan von den Traktoren auch noch durch die Stadt Berlin durch, auch in Konvois, auch begleitet von der Polizei, habe ich gesehen. Also Sternfahrt ist auch heute angesagt und es wird auch eine Mahnwache hier bleiben, ja, weil die Proteste werden weitergehen. Der Zusammenhalt auch so unter den Landwirten, ja, das wird immer mehr und das ist schon ziemlich cool. Ja, Christian Lohmann hat es eben in seinem Video gesagt, 12.05 Uhr deutschlandweites Hupen angesagt. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Das heißt, alle, die da sind, die unterwegs sind, fahren rechts ran, 5 Minuten Dauerhupen durch Deutschland, um zu zeigen, hey, es muss sich was ändern, die Politik muss endlich was tun. Und wenn die Bauern und Landwirte irgendwann wieder auf die Felder gehen, dann liegt es auch an der normalen Bevölkerung, mit weiterzumachen irgendwie. Darauf setzt die Politik auch. Also wir sind alle gefragt, hier mit zu unterstützen. Wie lange werdet ihr jetzt noch bleiben? Was ist euer Plan für heute? Eisen heute Mittag ab, wie gesagt. Und ja, irgendwann müssen wir auch wieder nach Hause in Betrieb. Mhm. Wir sagten jetzt, heute ist der 10. Tag, wo wir unterwegs sind. Wahnsinn, danke irgendwann dafür. Irgendwann heute in den Traktoren, schlafen, irgendwann ist einfach die Luft ein bisschen raus. Klar. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder, das steht fest. Ja, und wir werden auch bei uns weitermachen. Also auch eine Ansage an die Politik, die kommen wieder. Genau, bis eine Lösung gefunden ist im Sinne der Menschen hier in Deutschland. Ja, was für einen Betrieb habt ihr zu Hause? Wir sind eine Agrarwissenschaft, 400.000 Hektar. Wir haben Milchkühe, wir haben Mutterkühe, so einen Ackerbau, einen Teil konventionell, einen Teil bio. Ja, wir sind sehr vielfältig aufgestellt mit Hofladen und so. Wir haben eine Rapspresse, wir vermarkten kaltgepresstes Rapsöl bei uns. Cool. Ja, wir sind schon sehr fertig aufgestellt. Also er geht auch mit der Zeit quasi moderner werden, Hofladen. Ja. Das Problem ist auch jetzt, ja, Bio wird immer mehr gefordert. Der Markt ist eigentlich gar nicht mehr richtig da. Und jetzt natürlich noch mit dem Agrardiesel, ja, wird die mechanische Unkrautbekämpfung immer schwieriger, weil man natürlich auch ja, Diesel dafür braucht. Ja. Ohne Diesel geht es halt nicht in der Landwirtschaft. Ja. Wir können nicht mit einem Akkuschlepper oder Elektroschlepper irgendwo lang fahren. Das gibt ja einfach nicht. Das würde auch hier nicht gehen und man sieht es auch. Ich habe ganz, ganz viele Landwirte und Lohnunternehmer getroffen, die auch bei uns im Ahrtal im Einsatz waren und in NRW. Das ist verrückt. Bei manchen wusste ich gar nicht, dass sie Bauern waren irgendwie. Aber man hat sich halt nur irgendwie im Zelt getroffen und die haben auch viel unterstützt. Und in Katastrophen seid ihr immer mit vor Ort für die Menschen in Deutschland. Der Bauer ist wirklich, der Spruch kann wirklich sagen, es ist auch das Land. Bei jedem Frühjahrsputz oder bei jedem Osterfeuer im Ort ist immer endlich ein Landwirt mit bei, egal ob mit Radlader oder mit Schlepper. Ja, also, ja, das ist ja einfach ein guter Wirtschaftszweig. Ja, oder Leute halt. Ja, also nicht nur die Landwirte jetzt hier direkt, sondern auch der vor- und nachgelagerte Bereich. Klasse. Ich sage vielen lieben Dank. Ich nehme euch Zuschauer jetzt noch mit hier ein bisschen in der Runde und wir gucken uns mal an, wer hier noch alles so steht, wie viele Leute hier noch unterwegs sind. Und ich sage euch vielen Dank für euren Einsatz hier und einmal aufs Kärtchen, wo du mich erreichen kannst.
und komm gut nach Hause dann. Ja, danke dir. Ciao. Also, richtig toll, was hier geleistet wird. Und auch die Feuertonnen brennen noch hier. Schaut mal her, hier kann man sich auch noch aufwärmen. Ja, und manche halten es halt auch immer noch aus, sind in den Straßen unterwegs. Und ich finde es großartig. Hab hier auch schon Frühstück angeboten bekommen und Kaffee und allem drum und dran. Also Gastfreundschaft wird bei den Landwirten auch groß geschrieben. Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern. Da seht ihr das nochmal. Und ich gehe mit euch ein Stückchen rum. Also, schönen guten Morgen aus dem kalten Berlin. Ihr seht, es hat geschneit heute Nacht. Und ja, sieht urig aus. Also eine schöne Stimmung hier in den Morgenstunden. Hallo zusammen. Also, nachher geht es wieder Richtung Köln. Aber ich werde weiter von den Protesten und den Demos berichten. Auch bei uns in der Region. Und ich denke mir, auch Berlin wird uns auf jeden Fall wieder sehen. So, das Fernsehteam ist ja auch noch unterwegs. Keine Ahnung für welchen Sender. Die drehen auch. Zeigen auch noch mal ein bisschen was. Ja, viele haben ja gesagt, das Fernsehen hat viel zu wenig berichtet gestern. Wie ist da eure Meinung? Habt ihr die Demo gesehen oder nicht? Wenn nicht, könnt ihr sie hier bei mir am Kanal gerne schauen. Vom Ton war es meistens ganz okay. So, wir schauen uns auch mal an, was wir hier mit draufstehen haben. Das Fass ist voll. Ein Spruch, den man hier schon sehr oft gehört hat. Vielen Dank hier auch an die ganzen Supporter. Hier sind noch ganz, ganz viele neue Zuschauer, die hier mit dazugekommen sind. Wenn ihr euch fragt, über was wird sonst noch so auf dem Kanal berichtet. Also der Kanal kommt eigentlich aus der Flutkatastrophe. Da ist der entstanden. Haben ganz, ganz lange Zeit das größte Flutprojekt in Deutschland gehabt mit Baustoffspenden NRW in Erftstadt. Ja, für Menschen aus dem Ahrtal und Nordrhein-Westfalen, die mit dem Wiederaufbau noch nicht fertig sind. Ansonsten gibt es auch ein paar normale Themen aus Deutschland, aber auch das Thema Politik, Bauerndemos, das ist hier auch mit dem Thema. Und auch mal, wenn es interessante Sachen gibt, nehme ich meine Zuschauer immer gerne mit und lasse sie daran teilhaben. Wir haben eine ziemlich coole Community hier auf dem Kanal. Also da, danke an alle. Ich weiß, manche sind jetzt schon seit Jahren mit dabei. Gestern ein paar Autogramme hier noch gegeben, eine Followerin und ihrer Tochter gestern Abend vom Brandenburger Tor auch noch getroffen. Da hat die Tochter tatsächlich einen Aufsatz geschrieben über die Flutkatastrophe und auch über das politische Versagen. Morgen! Also, so, stirbt der Bauer, stirbt das Land. Also man sieht, es sind weniger Traktoren, aber es sind immer noch viele, viele da. Und manche stellen sich hinten noch auf für die Fahrten, die wieder losgehen. So, hier kocht das Feuer noch. Moin, hi, grüß dich. So, raus mit den Viechern. Also hier kann man sich auch gemütlich machen. So, Tanja schreibt hier rein, es war sehr dürftig, was gestern berichtet wurde von den offiziellen Medien. Wie ist eure Meinung? Seht ihr das ähnlich? Ich weiß nicht, ob es jetzt schon neue Zahlen gibt, wie viele Menschen hier waren. Also einige Fernsehsender haben berichtet, es waren ein paar hundert Bauern und Landwirte da. Das ist natürlich weit untertrieben, wenn man die Bilder gesehen hat. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, warum berichten die Medien nicht so ausführlich darüber? Und auch nur stückweise. Das gibt einem schon zu denken, finde ich. Da auch mal gern eure Meinung mit in die Kommentare. So, wir gehen mal bis nach vorne, bis zum Brandenburger Tor. Ja, Gangschaltung, kalt bei euch. Ja, wir haben hier minus 2 Grad im Moment. Aber es ist heute tatsächlich eine trockene Kälte. Also deutlich angenehmer als die nasse Kälte der letzten Tage hier bei den Berichterstattungen vor Ort. So ein kleines Stückchen haben wir bis vorne, müssen wir ein bisschen warten. Wir sind hier so ein bisschen auseinandergezogen. So, und vorne müsste auch die Mahnwache sein, die auch hier in den nächsten Wochen stehen wird. Ja, im Ausland wird überall berichtet, sehe ich hier. Ja, genau. Die Qualitätsmedien. Tja, fragt sich, von wem die ein oder anderen gesteuert sind. Die Frage muss man hier an der Stelle wirklich ganz knallhart stellen. Ja, denn vieles ist nicht gewollt. Wobei, wie gesagt, wir haben auch gute Politiker. Wir waren ja gestern vor Ort im Bundestag. Wir waren eingeladen vom Bundestagsabgeordneten Detlef Seif mit den Bauern aus Euskirchen und aus dem Rhein-Erft-Kreis. Und
War ein sehr interessantes, gutes Gespräch. Klar, aber auch viel Kritik mit dabei über Dinge aus der Vergangenheit. Aber gut, der Konsens zum Reden ist da. Aber es ist natürlich auch die Opposition. Gefragt ist natürlich die Ampelregierung. Und die zeigt nicht wirklich, dass sie Interesse hat. Zollt auch dem Ganzen meiner Meinung nach keinen Respekt. Und wenn man sieht, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, Zeit, Geld investiert haben, Energie, um hier nach Berlin zu kommen, sei es mit zu demonstrieren, zu unterstützen, zu helfen, ja, dann ist das doch von der Bundesregierung sehr dürftig, gerade wenn es hier auch um die Versorgung in unserem Land geht. Aber gut, ja, Polizei ist hier noch massig im Einsatz. Vor eben auch ein langer Konvoi an uns vorbei. Tja, ohne Social Media schreibt die Ronja rein hier. Hätte man wenig gesehen. Also wen es interessiert, bei mir bei Facebook, bei Tibor Schadi, Freiwilliges Krisenmanagement, habt ihr die ganze Demo drauf. Da seht ihr alles. Wir waren sehr, sehr lange online gestern. Egal ob Schneesturm, Regen, nasskalter Regen, wir waren online. Ja, viele von euch waren ja mit dabei. So, hier auch noch die Deutschlandfahne drauf. Adel, vielen lieben Dank hier für deine Unterstützung. So, so moin zusammen hier aus Berlin. Also, auch hier mit den Mistgabeln mit dabei. Ja, auch die ein oder anderen Maschinen laufen, um sich warm zu halten. Holz zum Feuern ist hier in dem Anhänger noch mit dabei. Viele haben sich ja auch sehr, sehr warm gemacht hier. Also wird auch noch Frühstück gemacht. So, wir gehen auch hier mal rüber. Mal gucken, heute fahren ja wieder ein paar Autos. Ich zeige euch mal hier den Container. Ich denke, da stimmen auch ganz, ganz viele draußen zu. Moin, hi. Kann ich euch kurz interviewen, wie es so ausschaut, wie das Wochenende war? Seit gestern da? Okay, wann seid ihr gekommen gestern? Okay. Wie zufrieden war der gestern mit der Demo oder auch mit den Ansprachen? Was hat euch gefallen? Was war vielleicht weniger gut? Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist mittlerweile schon recht gut. Könnte auch noch besser werden, glaube ich, ne? Noch besser. Da bin ich überzeugt. Die Ansprachen waren nicht, ja, Femi, professionell, vor allem von den Kindern. Ja, gut, okay. Ich glaube, da haben wir alle nicht viel erwartet, oder? Ja. Also ich fand Anthony Lee am besten, muss ich sagen. Leider war er nicht auf der Hauptveranstaltung, sondern auf der Veranstaltung danach. Also das war ganz gut. Ihr macht Fahrzeugtechnik, also seid keine Bauern, keine Landwirte, wie ich das so sehe, oder? Handwerker. Handwerker, also auch das Handwerk Mittelstand mit angeschlossen hier. Cool, Hammer. Ja, genau. Ja. So ist es. Und ihr seid gut versorgt. Guck mal hier, hier gibt es tolles Frühstück bei denen. Die haben Eier und Speck, also richtige Handwerksmahlzeit hier. Klasse. Wie lange werdet ihr bleiben? Was ist so euer Plan? Okay. Und dann geht's wohin? Nach wo? Geil, prima. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Schön, dass ihr mal kurz ein Feedback gegeben habt. Danke. Ja, also ziemlich cool hier, auch die Jungs. Also Handwerker mit dabei. Ja, und wir gehen mal Richtung Brandenburger Tor. Wenn uns einer mitnehmen würde, dann wären wir viel schneller da vorne. Aber so habe ich mein tägliches Sportpensum schon mal hinter mir. Und ihr seid mit dabei. Also. Ja, der Bauernverband wollte nicht, dass die Handwerker mitmachen, lese ich hier. Kann ich jetzt nicht bestätigen oder kommentieren. Also. Ja. Wird auch wieder gehupt hinten. Da fahren die nächsten schon gerade. Ich zeige es euch mal. Ein bisschen größer hier. So, und wir gehen mal Richtung Mahnwache und vordere Fahrzeuge und schauen mal, wen wir vielleicht noch so treffen. Also hier sind schon viele Fahrzeuge weg im Moment.
Aber vorne steht noch einiges. Und da blinkt es auch. Ich kann jetzt nicht alle Kommentare lesen. Nochmal beim Handwerker fragen, ja, das ist schlecht. Da muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. So, gestern in der Tagesschau gab es auch viele Berichte, habe ich gerade gelesen. So, auch hier Dankesgrüße, dass alle in Berlin waren. Ja, hier gehen auch die ein oder anderen Schüler des Weges lang, um sich das mal anzuschauen hier. Ja, und die ein oder anderen Camper, die hier auch noch ausharren. Seder sind auch noch mit dabei. Schauen wir mal, wie wir uns sehen. Also ihr könnt das Brandenburger Tor jetzt schon sehen. Das ist ja mehrfach schon gewesen in den letzten Tagen. Die Woche geht es auf jeden Fall irgendwann auch noch mal weiter mit Berichterstattung aus den Flutgebieten und noch anderen Themen mit der Politik. Und nicht vergessen, heute laut Christian Lohmeyer ab 12.05 Uhr jeder einmal hupen und Unterstützung mit zeigen hier. Hier ist sogar eine Burg gebaut worden, wie cool. Also eine Schneeburg, sensationell hier. Vielen lieben Dank Birgit hier auch für die Unterstützung mit Sternen. Auch das hilft mir hier unterwegs zu sein mit der Berichterstattung. Ein Teil der Einnahmen hier werden noch immer an Projekte gespendet, gemeinnützige als Flutkatastrophe, Obdachlosenhilfe und so weiter und so weiter. Ja, die Straße ist immer noch gesperrt. Da ist hier auch gerade eine Anfrage drin von der Greta. Die ist gesperrt. So schaut es von der Seite aus hier. Ja, gerne natürlich Video teilen, sehe ich auch hier drin. Das hilft immer, um noch mehr Menschen zu erreichen. Zu den Themen, die wir hier in Deutschland gerade haben. So, hier stehen jetzt die nächsten Spediteure. War noch schon am Freitagnacht hier. Stehen, glaube ich, auch immer noch an der gleichen Stelle. So, und da haben wir jetzt nochmal einen Pulk von Fahrzeugen. Petra, vielen Dank für deine Unterstützung. Petra, auch eine Fluthelferin aus den Flutgebieten, die auch viel geholfen hat vom Projekt Baustoffspende in der Wiener Erftstadt. Moin, hi. Ihr seid noch da, darf ich dich kurz filmen? Wir sind live, haben ein paar hundert Zuschauer. Grüß dich. Wo kommst du her? Okay, wie schaut's aus im Moment? Viele sind schon gefahren, manche sind noch da und es wird weiter demonstriert, sehe ich. Sehr schön, so muss sein. Wie war für dich die Veranstaltung? Bist du zufrieden oder wie ist so dein Resümee? Okay, noch nicht, also es geht weiter. Ja. Aus welchem Bereich kommst du? Kraftfahrer, super. Also auch die Lkw-Fahrradtransportunternehmen mit dabei. Schließt euch an, ab 12.05 Uhr wird deutschlandweit gehupt, habe ich mir sagen lassen. Okay. Ja. Wie lange bleibst du noch hier vor Ort? Wir werden heute abreisen. Okay, aber ihr kommt wieder bestimmt, oder? Also, geht auch für alle anderen. Schließt euch an, egal wo, auch in euren Städten gibt es die ein oder anderen Aktionen. Und wenn man live mit dabei ist, geht's auch. Daumen hoch für alle, die hier mitmachen. Danke. Also, ohne Bauern kein Bier, steht hier drauf. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, jetzt kommen wir hier bei den Traktoren an. Hier oben übrigens nächste Plakat. Und hier drüben sieht ihr übrigens eine Feldküche. Kann man aufklappen, links und rechts ein altes Schätzchen. Ich weiß nicht, ob es von der Bundeswehr ist oder aus alten DDR-Beständen. Kann ich jetzt nicht abschätzen. So, Dixi-Klo direkt mit dabei hier. Ja, andere WC-Möglichkeiten oder Vorbereitungen hat man hier Stadtseiten nicht großartig gesehen. Moin, hi. Darf ich euch kurz interviewen? Wir sind gerade live bei Social Media, haben so knapp auf allen Kanälen 1000 Zuschauer. Nö? Okay, alles klar. Gut. Denn die einen oder anderen sind immer noch schüchtern. So, hier stehen sie wieder im Konvoi. Wird auch ordentlich sauber gemacht, die Fahrzeuge. Die Polizei ist auch noch hier.
Der Vater dem Kanal noch nicht folgt, gerne auch mal auf Folgen klicken. Schöner Fan hier. Ja, Lohnunternehmen auch mit dabei. Ja, aus der ganzen Republik. Ja, vorne auch wieder ein Fernsehteam am Interviewen. Mal gerade hier schauen. Ja, den haben wir gestern auch im Interview gehabt. Ja, also hier wird noch ein bisschen erklärt, wie es momentan ausschaut. Und hier auch nochmal der Spruch, sorry, sonst werden wir nicht gehört. Boah, und viel Fachhändler hier. Schneeballschlacht gibt es auch. So, hier haben wir auch jemanden, der sieht mir auch nicht nach Bauer aus. Hi, schönen guten Morgen. Grüß dich. Du kommst woher? Und was macht ihr beruflich? Irgendwas mit Kettensägen, ne? Ja, auch. Landschaftsmann. Ja, klasse, cool. Und du bist hier auch, hast dich angeschlossen. Die Proteste gehen heute früh weiter. Wie lange bleibst du noch da? Wir werden heute im Auto. Okay, fahrt ihr auch noch eine Runde durch die Stadt durch wie andere Traktoren? Sehr schön. Wie warst du so zufrieden mit der Demonstration und mit den Sachen, die gestern passiert sind? Das ist die Frage. Herr Lindner hat nicht wirklich begeistert, ne? Also das war eine ziemlich schwache Geschichte, sagen auch die ganzen Zuschauer. Sirke, vielen Dank für deine Unterstützung. Kommst du nochmal wieder, wenn es nochmal eine Demo gibt? Ja. Mal so ein Aufruf von dir an die Bevölkerung draußen? Ne? Soll nicht mitmachen, doch, oder? Okay. Okay, alles klar. Gut, danke fürs Interview, ne? Also, wir gehen mal ein Stückchen weiter. Ja, der eine oder andere ist auch manchmal ein bisschen schüchtern. Alles gut. So, hier auch wieder die Holzschiede mit dabei zum Warmmachen. Richtig geile Maschinen hier. Schöner Glas. Also schön, dass ihr hier mit dabei seid. So, und vorne am Brandenburger Tor geht es noch weiter. Da gehen wir auch nochmal gerade hin. Die großen Maschinen sind da. Moin. Ja, auch der Hexer steht noch da von gestern. Ja, wollen wir mal gucken, was da los ist, hä? Hier kann man uns auch schön den Fernsehturm sehen. Ja, die sehen so aus, als ob wir gleich durch mit der Kolonne fahren. Also schön aufgebaut, auch hier die Fahrzeuge. So, wer Bauern quält, wird nicht gewählt. Ja, also ich glaube auch nicht, dass die jetzige Regierung nochmal die Stimmen kriegt. Weder die SPD, noch die Grünen, noch die FDP. Und sie haben da nicht verdient, meiner Meinung nach, dem, was wir hier in Deutschland anstellen. Ihr seht, also es sind doch noch viele, die hier sind. Gegenüber war was leise. Okay, ja, hier ist auch mit den Maschinen relativ laut im Moment. Ein großer Fan. Ja, also das ein oder andere Kamerateam ist ja auch noch unterwegs, um Feedbacks einzuholen. Ja. Also alle einen wunderschönen guten Morgen, die jetzt noch reingekommen sind hier aus der Hauptstadt. Das ist im schönen Berlin. So, die Abschlepper sind auch da, die machen hier mit. Also Respekt für alle, die noch hier sind. Super.
Traktoren neben Panzern. Ja. Tja, welcher Olaf ist hiermit gemeint? Habe ich vergessen. Ich tippe mal. Ja, vielleicht der Bundeskanzler. Zum Wohle des deutschen Volkes. Da ist es wieder. Da waren wir ganz kurz weg. Ja, Netzstörungen hat man hier viele gehabt in den letzten Tagen. Da oben auch die Kinderspielzeugtraktoren noch drauf und neben den großen Profimaschinen. Keine mehr Belastung für die Landwirte. Ein bisschen Kultur haben wir auch noch hier. Also, hier wird weiter sich hingestellt und demonstriert. Wir gehen mal durch. Emi, vielen lieben Dank für deinen Support. Ja, und danke hier auch bei Facebook für die ganzen Sternesender. Also. So, ein Hello Kitty Auto, das sieht ja auch cool aus hier. Schaut mal. Moin, hi. Darf ich euch gerade filmen? Wir sind gerade live bei Social Media. Yes. Where are you from? Denmark. What are you doing here? You're with us on the demo. Okay, cool. Are you live? I'm live. You too? This is live too. Okay, hey. Hey, welcome. Hello, everybody. Hey. Were you TikTok, Facebook, or? This is YouTube. Okay, YouTube, yeah, cool. Okay, we're on Facebook and TikTok, by the way. Yes, yes. And this is for YouTube, but later then. So, how many days you spent here? We've been here since we arrived here on Monday. Okay. It's Sunday evening. We're from Denmark. So we rented an Airbnb apartment because the Danish media, they don't bring anything from this. So we decided that we would take our YouTube channel and we would go here. Some reporting, okay, cool. Yeah, cool. Yeah. What do you think about the politicians in Germany and how the things are going on? It's the same in Denmark. Okay. Yeah, it's you know, it's typical, because what the politicians always do, they cater to you know, the followers that they already know support them, so they take the easy way out, right? Yeah, the easy way. And it's the same in Denmark. Okay, that's interesting to hear. Yeah. Okay, yeah. Well, nice to meet you, man. You too. And I will show the rest of the demo. Take care. Have a nice day. Thank you. Yeah. Also. Auch die Polizei hier noch vor Ort. Hier wird auch am Denkmal Schnee geräumt gerade. Die sowjetischen Panzer, die hier noch stehen. Jetzt ist besser, das ist gut zu hören. Ja, also. Also, dass sich sogar denen anschließt, das ist ja unglaublich. Ja, aber auch viele Grenzstaaten haben ja mitgemacht. Hier die Holländer, die Polen haben mitgemacht, habe ich gehört. Also, auch mal Daumen hoch hier für Dänemark. Hallo. Also, es geht überall weiter, wie ihr seht. So, was haben wir denn da? Die kenne ich noch von gestern hier. Landkreis Eber-Elster. Ist das Kunst oder kann das weg? Und das ist die Frage. Eure Meinung hier gern mal in die Kommentare rein. Eugen, vielen lieben Dank hier auch für deine Unterstützung. Tibor spricht besser Englisch als die 360-Grad-Tante. Naja, also ist mein Business-Englisch ist auch schon sehr, sehr eingerostet, habe ich lange nicht gebraucht. Aber geht auch besser noch, also so gut ist er auch nicht. Aber man kommt klar. So, also auch hier, tolle Botschaft. Ja, und jetzt haben wir hier einen Klaas stehen. Moin, hi, grüß dich. Darf ich dich kurz interviewen? Wir sind gerade live auf Social Media, aber Facebook. Okay, alles klar. Wir müssen erstmal aufladen. Ich habe hier auch noch ein bisschen Strom mit dabei auf der Maschine. Ein Land steht Kopf. Definitiv. Ja, dann sind wir jetzt hier auch schon am Ende angekommen gerade. Ja, hier. Auch mal an unsere Außenministerin. Jetzt auch mal. Ja. Okay. Ja, eine klare Botschaft vom Bauern. Ja, jetzt gehen wir mal rüber zu der Führung, zur Elite des Landes, so sagt man zumindest. Tja, da sind sie. Bundeskanzler,
Olaf Scholz, Robert Habeck und Frau Baerbock. Ja, die Geißel unseres Landes steht hier drauf. Ja, also auch eine eindringliche Botschaft hier. Ja, hier wird aufgebaut. Die fahren nachher auch nochmal. Also, das war so ein kleiner Einblick von hier aus der Hauptstadt. Der Tag nach der Demo und es geht weiter. Ja, ich hoffe, ihr bleibt weiter mit dabei. Und ich hoffe auch, dass wir alle mit unterstützen können. Jeder so seinen Teil mit dazu beiträgt, dass es hier irgendwann bei uns im Land ein bisschen besser wird. Ich zeige auch mal, was hier noch gerade drauf ist. Hier vielen lieben Dank auch nochmal an Birgit, Rainer, Silke, Johanna, Julia und Petra hier für den Support mit Sternen. Also. Also ich sehe auch gerade, dass das lange Live von gestern wohl nicht geteilt werden kann. Ich weiß nicht wieso, ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung, das hat Facebook wahrscheinlich so gemacht. I don't know why. Werde ich mir aber nachher mal anschauen. Also ihr Lieben, falls ihr dem Kanal noch nicht folgt, gerne machen, ich würde mich freuen. Und dann nehme ich euch gern an verschiedenen Stellen hier bei uns im Land mit. Ein paar interessanten Themen. Und dann würde ich sagen, kommt gut durch diesen Tag. Lasst uns alle um 12.05 Uhr einmal ranfahren und hupen. Egal wo ihr seid. Wenn ihr ein Auto habt, wenn ihr ein Motorrad habt oder sonst irgendwas. Also, schöne Grüße hier aus der Hauptstadt, wo die Demo nicht aufhört. Merci, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Also ihr Lieben, ciao. Aus Berlin.